Servus Leute, heute ist ein ganz ein besonderer Tag, nämlich der 1. Mai. Das ist nicht nur ein Tag, wo man einmal schulfrei oder arbeitsfrei hat, sondern der 1. Mai ist vor allem auch der internationale Kampftag der Arbeiterinnenbewegung. Was da die Hintergründe sind und warum es vor allem wichtig ist, den auch im Jahr 2020 noch zu feiern und dazu Forderungen aufzustellen, das werden wir uns heute ein bisschen in diesem Video anschauen und euch das erklären. Von dem her, herzlich willkommen zum heutigen Stichwort zum Thema Arbeit für alle. Was ist eigentlich der Tag der Arbeit und warum ist 130 Jahre später eben immer noch so wichtig, dass man ihn begeht und Forderungen aufstellt? Die erste Mai-Kundgebung, die fand in Österreich schon 1890 statt, also eben vor 130 Jahren. Und damals gingen Arbeiterinnen auf die Straße, um für ihre fundamentalen Rechte zu kämpfen. Die große zentrale Forderung, die man damals aufgestellt hat, das war der Kampf um den 8-Stunden-Tag. Also, dass man nicht länger als 8 Stunden am Tag hackeln soll. Dazu sind aber noch ganz viele andere Dinge gekommen, die im Laufe der Jahre erkämpft wurden. Man denkt zum Beispiel an bezahlten Krankenstand oder bezahlten Urlaub. Das sind alles Sachen, die sind nicht vom Himmel geflogen, sondern dafür haben wirklich sehr viele Leute sich sehr lange dafür eingesetzt, dass das möglich ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass all diese Dinge nicht in Stein gemeißelt sind und genauso wie sie erkämpft worden sind, eigentlich jederzeit wieder abgeschafft werden können. Und man sieht auch in den vergangenen Jahrzehnten, die neoliberale Politik, die betrieben wird, die setzt auch alles daran, unsere Arbeitsrechte, die hart erkämpft wurden, Stück für Stück abzubauen. Und da hat es ja vor allem auch gerade in den letzten Jahren ein paar wirklich sehr prägnante Beispiele gegeben. Wir erinnern zum Beispiel an die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages oder die gezielten Angriffe einiger Parteien gegen die Arbeiterkammer, also die gesetzliche Vertretung aller Arbeiterinnen und Arbeiter in Österreich. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wer profitiert von dieser Politik und von diesen Maßnahmen? Und das sind eindeutig die Großspender der ÖVP und anderer Parteien, die sich einfach in die Politik einkaufen und Gesetze zu ihrem Willen beeinflussen können. Und wer verliert? Das sind auf der anderen Seite die Millionen Hacklerinnen und Hackler, die jeden Tag mit ihrer Arbeit unseren Wohlstand, den wir haben in unserer Gesellschaft, die eigentlich erwirtschaften, aber obwohl sie jeden Tag buckeln und hackeln, eigentlich nicht den Lohn und die Anerkennung bekommen, die ihnen eigentlich zustehen würden. Das bedeutet, dass die Kluft zwischen den 5%, die davon profitieren, auf der einen Seite und den restlichen 95% auf der anderen Seite, eigentlich immer weiter aufgeht, anstatt zuzuwachsen. Aber nicht nur deswegen, sondern gerade auch in Zeiten einer Corona-Krise ist der 1. Mai ein besonders wichtiger Tag. Weil wir sehen nämlich in den letzten Wochen und Monaten ganz deutlich, wer die wahren Heldinnen der Arbeit sind und wer mit ihrer Arbeit unsere Gesellschaft eigentlich am Laufen hält. Und das sind nicht diejenigen, die immer groß abcashen, die Investmentbanker und Risikokapitalfondsmanager, die sich um ihre fetten Boni dann den 5. Porsche oder den Urlaub auf Hawaii leisten, sondern das sind die ganz einfachen Leute, die tausenden Supermarktkassiererinnen, die dafür sorgen, dass wir weiter haben einkaufen gehen können. Die Pflegekräfte, die trotz gesundheitlicher Risiken weiter für die Leute da waren, die sie gebraucht haben. Also sprich, genau die Leute, die eigentlich, wenn es dann um die Verteilung vom Lohn geht, immer und immer in unsere Gesellschaft zu kurz kommen. Von dem her auch an dieser Stelle noch einmal ein riesengroßes Danke an euch. Ihr wisst, wir haben ja schon vor einigen Wochen eine Petition für eine Corona-Sonderprämie und einen Mindestlohn von 1700 Euro netto für genau diese Berufsgruppen gestartet. Der österreichische Gewerkschaftsbund, der ÖGB, hat sich mittlerweile mit einer Petition angeschlossen. Also auch an dieser Stelle sei nochmal appelliert, unterschreibt die Petitionen, damit genau diese Leute auch endlich den Lohn und die Anerkennung bekommen, die ihnen zustehen. Das ist nämlich der 1. Mai in seiner gelebten kämpferischen Praxis. Heute geht es aber vor allem um ein bisschen ein anderes Thema, das weit darüber hinausgeht. Rund 600.000 Menschen sind in Österreich mittlerweile ohne Job, also durch die Corona-Krise und den Kapitalismus arbeitslos geworden. Das ist ein trauriger Rekord in der Zweiten Republik, weil so viele arbeitslose Menschen gab es seit den 1940er Jahren nicht mehr. Dazu befindet sich fast 1 Million weitere Menschen in Kurzarbeit. Kurzarbeit? Was das ist? Okay, eine kurze Erklärung. Auf das Modell der Kurzarbeit wird im Fall einer Krise zurückgegriffen, um Arbeitsplätze von Arbeiterinnen und Arbeitern zu sichern. Die Arbeitszeit wird dabei drastisch verkürzt, wie eben der Name Kurzarbeit sagt, und das Unternehmen, wo man angestellt ist, das zahlt quasi diesen kleinen Teil, den man wirklich arbeitet. Und ein sehr großer Teil vom Rest, zwar nicht alles, aber eben ein sehr großer Teil, den schießt quasi der Staat zu, sodass man bis zu 90% des Nettogehalts auch dann wirklich in der Kurzarbeit bekommt, obwohl man eigentlich wesentlich weniger arbeitet. Das hat den Vorteil, dass es ohne dieses Kurzarbeitsmodell wesentlich mehr Arbeitslose geben wird und die Leute, die in Kurzarbeit sind, zumindest eine gewisse finanzielle Perspektive haben. Aber um es konkreter werden zu lassen, schauen wir es uns doch einfach vielleicht anhand eines Beispiels an. Sagen wir, eine Kellnerin hackelt in der Woche 40 Stunden und verdient dafür 1300 Euro netto. Und hackelt 40 Wochenstunden vielleicht nur mehr 4 Wochenstunden, also 10%. Sie bekommt dafür von dem Lokal, in dem sie hackelt, quasi auch 10% ihres Lohns, also 130 Euro.
Das ist aber natürlich zum Überleben viel zu wenig und genau deshalb springt jetzt der Start über das AMS mit der Kurzarbeit ein und ergänzt das um rund 1000 Euro, also auf bis zu 90% der Lohnsumme, sodass die Kellnerin dann insgesamt statt 130 1130 Euro verdient. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig und trotzdem eine finanzielle Einbuße, sorgt aber dennoch dafür, dass die Kellnerin eben nicht ihren Job verliert und auch in der Krise ein halbwegs gesichertes Einkommen hat. Die große Frage ist allerdings, wie schaut das Ganze jetzt nach der Krise aus? Weil das Kurzarbeitsmodell wird es nicht für immer geben und spätestens wenn die Gelder dann mal vorbei sind, müssen Unternehmen auch wieder die vollen Lohnkosten tragen. Und auch dazu jetzt ganz einen kurzen Exkurs. Weil Unternehmen, das sind ja keine guten Samariter, die irgendwie schauen, dass alle durchkommen, sondern Unternehmen haben in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem nämlich vor allem ein großes Ziel. Sie wollen möglichst viel Profit machen, also möglichst viel Gewinn, der am Ende des Tages für die Eigentümerinnen und Eigentümer überbleibt. Bezahlen sie also zu viel für ihre Arbeiterinnen, schmälert das automatisch ihren Gewinn. Das heißt, die haben eigentlich ein Interesse daran, dass sie ihren Leuten möglichst wenig zahlen, sodass möglichst viel Gewinn für sie überbleibt. Und die große Frage ist natürlich, wie schaut das Ganze eigentlich nach der Krise aus? Und das weiß ehrlicherweise noch niemand. Weil die ganzen Gelder für Kurzarbeit und dieses Modell der Kurzarbeit, das wird es natürlich nicht für immer geben und spätestens dann kommt irgendwann der Punkt, wo Unternehmen auch wieder die vollen Lohnkosten werden tragen müssen. Das bedeutet, dass es für viele Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, auch dann die reale Gefahr besteht, dass sie ihren Job verlieren und zu dieser eh schon sehr großen Zahl von Arbeitslosen auch noch wesentlich mehr Leute hinzukommen. Das heißt, da wirken jetzt wirklich mehrere Faktoren zusammen, die zu einem sehr explosiven Cocktail werden können. Wir haben auf der einen Seite fast 1 Million Menschen, die in Kurzarbeit sind, die, wenn dieses Geld dann einmal weg ist, sehr vom Jobverlust betroffen sein werden. Wir haben darüber hinaus ganz viele Kleinbetriebe und ihre Mitarbeiterinnen, die diese Krise eventuell nicht überstehen werden, weil die Hilfen einfach viel zu lange dauern, bis sie bei den Leuten wirklich ankommen. Und dazu haben wir ja auch noch Konzerne, die in dieser Krise auch Gewinn machen, aber dennoch alles andere als gute Samariter sind, sondern denen geht es in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem nämlich vor allem um eins, nämlich um ihre Profite. Das bedeutet, auch von denen kann man durchaus erwarten, dass sie nach der Krise bzw. selbst in der Krise auch noch weitere Stellen abbauen. Aber vor allem eine Sache wird gerade in Zeiten der Corona-Krise auch noch einmal ganz besonders deutlich. Arbeitslosigkeit, das ist nicht das Problem von irgendwelchen Einzelpersonen, die quasi zu faul sind, um sich einen Job zu suchen oder am Arbeitsmarkt keinen Erfolg haben. Arbeitslosigkeit ist ein Massenphänomen und da braucht es einfach neue, aber vor allem auch strukturelle und ganzheitliche Lösungen. Und sind wir uns ehrlich, auch nicht erst seit Corona, weil schon vor Corona gab es wesentlich mehr Menschen, die den Job gesucht haben, als tatsächliche offene Stellen. Wir wollen Arbeitslosigkeit komplett neu denken und wollen eigentlich einen komplett neuen Ansatz wagen. Wir wollen eine Gesellschaft bauen, die niemanden zurücklässt, in der alle auch wirklich die Möglichkeit bekommen, einen qualitativen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Und deswegen fordern wir eine Beschäftigungsgarantie. Also quasi nichts anderes als ein Recht auf Arbeitsplatz für alle, damit eben alle Leute finanziell abgesichert sind. Und ich weiß schon, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und unvorstellbar, so Arbeit für alle. Aber am Ende des Tages bedeutet das doch nichts anderes, wie das einfach gesetzlich festgeschrieben wird, dass alle Leute, die ein halbes Jahr zum Beispiel keinen Job finden können, das Recht auf einen staatlich finanzierten Arbeitsplatz mit sozialem Mehrwert haben. Weil es macht doch auch für unsere gesamte Gesellschaft viel mehr Sinn, dass wir Leute einbinden, anstatt sie von einem AMS-Kurs zum nächsten zu schicken, obwohl im Endeffekt klar ist, dass sie am Arbeitsmarkt des freien Marktes nicht mehr vermittelbar sind. Das heißt, das ist nicht nur gut für die Einzelpersonen, die damit eine gesicherte Perspektive haben, sondern bringt uns vor allem auch als Gesellschaft weiter. Weil die Folgen der Krise, die dürfen nicht diejenigen ausbaden, die dann aufgrund der wirtschaftlichen Umstände ihren Job verlieren und damit sowieso schon in großer Existenznot sind. Ja, wir sehen, es gibt auf jeden Fall viel zu tun und viele Herausforderungen zu bewältigen. Und genau deshalb ist es eben so wichtig, den 1. Mai, den Tag der Arbeit, zu nutzen, um auch jetzt wieder wichtige Forderungen im Kontext mit Arbeit herzustellen und zu erneuern. Wir haben das auch vor ein paar Tagen gemacht mit einer kleinen Medienaktion und haben vor die Zentrale des steirischen AMS unsere Forderungen ein bisschen raufprojiziert, um da auch ein bisschen aktionistisch tätig zu sein. Wenn es natürlich aktuell aufgrund der Corona-Krise ein bisschen schwierig ist, haben wir uns trotzdem einige Geschichten überlegt, wie ihr euch kämpferisch und solidarisch zeigen könnt heute zum 1. Mai. Das ist auf der einen Seite mal, nehmt die Forderung nach einer Beschäftigungsgarantie und postet es auf Social Media, kommentiert das unter Artikel, schickt es also an Freundinnen und Freunden, an Verwandten, damit genau das Recht auf Arbeit und diese Beschäftigungsgarantie auch in möglichst breite Bahnen gerät. Auf der anderen Seite haben wir natürlich trotzdem einiges an Spaßprogramm für euch zusammengestellt. Es wird heute ein Pub-Quiz geben, es wird ein Arbeiterinnen-Lieder singen geben. Für nähere Infos schaut einfach auf unsere Social Media Kanäle. Das war's auch schon wieder für heute.
Wenn ihr Fragen zur Beschäftigungsgarantie habt, Meinungen, dass ihr das sinnvoll findet oder irgendwas vielleicht nicht ganz verstanden habt, schreibt uns einfach direkt unten in die Kommentare rein beziehungsweise auf unseren anderen Social Media Kanälen. Wir freuen uns natürlich wie immer auch über eure Fragen, Anmerkungen und über euer Feedback. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, hoch der 1. Mai und wir sehen uns. Ciao!